Da müssen wir uns einfach damit zufrieden geben, dass das schon da das Umhang ist. Der übrigens genau dieselbe Funktion hat wie ein Nymphenumhang. Er sieht auch genau gleich aus, wenn man das mal betrachtet. So, Desicles Schriftrolle. Kritzel, kritzel, wie ein rechter Mann der Magie. Die Mauern werden euch halten, es sei denn, ich gehe durch sie. Ein Boot, ich wollt ruf. Ich wollt aus Rut und Trint nicht brennen in der Früh. Ich bleibe lieber an diesem Ort, als mich zu nehmen, auf mich zu nehmen die Mühe. Okay, das ist ein Reim. Kritzel, kritzel, wie ein rechter Mann der Magie. Die Mauern werden euch halten, es sei denn, ich gehe durch sie. Ein Bolt, ich wollt aus Rut und Rind, nicht brennen in der Früh. Ich bleibe lieber an diesem Ort, als auf mich zu nehmen die Mühe. Naja. Ziemlich schwer lesbare Reim, okay. Dumpfköpfe gibt es wieder an diesem Ort und noch mehr werden kommen. Ich werde grüßen und nehmen, was da kommt, und am Ende werde ich da alles haben. Oh ja, ich denke wohl, ich spotte eures Gefängnisses, als ob ihr euch die Mühe machtet, mir zuzuhören. Seid ihr überhaupt hinter den Mauern? Ich sehe eure Symbole am Himmel, aber ich sehe dort auch andere. Mystra, Göttin der Magie, meine magische Schöne. Warum behandelt ihr eure Kinder so? Gebt ihr nur einen Funken Magie, damit er nicht verwendet werden kann? Eine Lektion in Demut für die auf dem Weg zur wirklichen Macht? Sollen wir alle Gewänder und Zauberstäbe und Knüppel ablegen oder auf ewig in eurem Egoismus und Stolz gefangen sein? Vielleicht aber, ich will nicht das ablegen, was ich verdient habe, nur um erneut die Himmel zu begehen. Ich werde hieraus profitieren, ich werde euch außerhalb der Spielregeln besiegen. Dieser Ort wird mir früher oder später alles geben, auch wenn ich es nirgendwo anders hinnehmen kann. Nein, ihr könnt es nicht fortnehmen mit euch, aber ihr könnt bei ihm bleiben und es gut festhalten. Vielleicht mit Hilfe von außen. Pah, niemand außer denen, die gelernt haben, können diesen Ort hier wiederfinden und sie werden den Unterricht nicht stören. Ich werde nämlich nicht beugen, ich werde im richtigen Moment angreifen und zurückschlagen. Demut ist so demütigend und ich werde es nicht länger erdulden. Ohnmächtige Macht ist verlorene Macht, immer noch vorzuziehen. Natürlich, vielleicht hören die Mauern solche Ausführungen nicht zu und mein Schreiben ist zwecklos. Macht nichts, denn morgen werde ich alles verwischen und neu schreiben. Meine Verse werden besser, jeder braucht schließlich einen Zeitvertreib. Okay, der ist so verrückt, dass er reimen tut. Ja, beinahe unter meiner Würde. Dann gucken wir jetzt noch kurz in die Seitengänge hier, aber hier ist glaube ich auch nichts. Übrigens ist das hier der Raum in der Feuerweinbrücke, wo man gegen den Ogermagus kämpft. Und hier ist der zweite Ausgang. Also ja, in dem Brief hat er jetzt beschrieben, dass man nur von diesem Ort wegkommt, wenn man sich aller magischer Gegenstände und seiner Macht entledigt, außerhalb der Macht hier fortzukommen. Und er hat auch Mystra erwähnt, Mystra, die Göttin der Magie. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gute diesen Ort aus Versehen in der Zeit der Sorgen erschaffen hat. Ein kleiner Exkurs in der Zeit der Sorgen, also irgendwo wurde das auch anders beschrieben hier im Spiel, Zeit des Kummers oder so, wurden alle Götter von Eo, dem obersten Gott, auf die Erde verbannt, um dort als Sterbliche zu wandeln. So auch Baal, der in dieser Zeit gestorben ist. Also Talisas und Sarivoks Vater, richtiger Vater. Ja, und Mystra hat versucht, mit Gewalt wieder in den Himmel zu kommen, hat dabei jedoch die Magie durcheinander gebracht. Und ich denke mal, ich schätze mal, dass durch diesen Akt, in dem sie das versucht hat, diese Insel entstanden ist, beziehungsweise der Zauber, der auf dieser Insel liegt, der einfach alle Magie anzieht, die mächtig genug ist. Aber gut, wir wollen diesen Ort jetzt verlassen, dafür müssen wir einfach nur an die Oberfläche. Und schwupps. Schon sind wir wieder in Ulgurts Birt. Ihr kehrt zurück, hervorragend. Und die Reise hat, soweit ich sehen kann, kaum Spuren an euch hinterlassen. Ein hervorragender Beweis eures Wertes, möchte ich denken.
Ihr habt euch also recht fähig erwiesen. Ich werde euch nur von diesem Gegenstand befreien und dann muss ich los. Was war das für ein Ort? Es gibt dort immer noch Gefangene auf der Insel. Ich schätze gar nicht, euch das Recht dabei zu machen. Das wäre eher ein Gefängnis als alles andere. Gern geschehen. Es war ein gewinnbringendes Unternehmen. Normalerweise, wenn wir jetzt das Obere fragen, dann erklärt er uns kurz ein bisschen Geschwätz und haut ab. Ich habe noch nie gefragt, wegen dem gewinnbringenden Unternehmen gefragt, weil er gibt uns keine Belohnung eigentlich. Aber wir nehmen, obwohl ich nehme das mal. Das glaube ich euch aufs Wort. Dieser Ort zieht auch gelegentlich vorbeikommende Zauberkundige aus dem Verkehr, die sich über das Meer ohne Spuren teleportieren. Solche Leute sind nie schlecht ausgerüstet, ganz im Gegenteil. Das Gewicht all ihrer technischen Spielereien zieht sie nicht schlecht nach unten. Wären sie nur bereit, diese Dinge zurückzulassen, würden sie ihre Befreiung von diesem Ort wohl ein wenig einfacher finden. Am besten eignet sich passiver Widerstand, wenn der Boden selbst Magie anzuziehen scheint. Das ist auch der Grund, warum ihr meinen Umhang holen solltet. Ich muss mich nun auf den Weg machen, nett euch kennengelernt zu haben. Ja, und wenn wir das andere nehmen, ich lade jetzt noch mal kurz neu, um euch das zu zeigen. Also egal, was wir nehmen, wir kriegen keine Belohnung. Womit kann ich dienen? Was war das für ein Ort? Es gibt doch immer noch Gefangene. Ja, das stimmt schon. Es ist ein merkwürdiger Ort. Die Auswirkungen auf Teleportation sind ziemlich stark. Tatsächlich ist davon auch der ein oder andere vorbeikommende Zauberkundige betroffen. Diejenigen, die sich dort befinden, werden irgendwann wegkommen. Diejenigen, die sich nicht mehr dort befinden, haben ihren Weg von dort gefunden. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass die ihr dort getroffen habt, nicht die geringste Absicht hatten, sich zusammenzutun und dadurch ihre Befreiung zu beschleunigen. Ein hervorragender Beweis ihres Charakters angesichts eines angeblich natürlichen Phänomens. Meint ihr nicht auch? Ich muss fort, gehabt euch wohl. Okay, das gibt so oder so noch 500 Erfahrungspunkte, diese Quest. Also die Quest selber war nicht gerade sehr lohnenswert. Jedoch die Sachen, die wir von dort geholt haben, schon eher. So, wie machen wir das jetzt am besten? Die Ankeck-Dinger zu Talisa erst einmal. Minsk. Nimm mal das. Sie ist jetzt total überladen. Dann kriegt Khalid erst einmal die Wolfspelze und diese Schriftrollen. Minsk hat noch zwei Wolfspelze. Dann können wir Minsk mal einen Ankeckpanzer geben. Hat noch jemand einen Wolfspelz? Nö. Gut, das heißt, wir haben vier Ankeckpanzer. Ja. Sehr viel anderes Zeug, was wir verkaufen können. Das war falsch. Das geht zu ihm. Ich muss mal gucken, kann ich hier wenigstens die Pfeile verkaufen? So, die beiden. Das ist der Brief von Gorions Vater, von Gorion, und das ist der Brief von, das Autogramm von Larry, Daryl und Daryl. Die beiden behalten wir auf jeden Fall mal, und die auch, obwohl ich Stein zu Fleisch eigentlich nicht benutze. Ich lade da lieber neu wegen den Erfahrungspunkten. Hust, hust. Ja, eigentlich kann man das wirklich vermeiden, versteuert zu werden, dank Spiegelaugen trinken und Versteinerungsschutz. So, jetzt, Kali. Ich tue mein Bestes. Da oben ist ein Fass. In diesem Fass tust du jetzt mal klammheimlich unsere ganzen Wolfspelze lagern. So. Die nehmen wir nämlich dann wieder mit, wenn wir nach Naschke reisen, um sie dem Händler zu geben, um noch mehr Geld zu machen. So. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Gucken mal kurz, ob noch hier irgendjemand ist. Haben wir mit dem schon geredet? Galkin? Ihr seid ja alles Waschlappen. Ihr seht nicht so recht aus, als würdet ihr hierher gehören. Eine Person mit ganz besonderem Vorlieben, treibt ihr euch hier rum, weil ihr die angenehmen Seiten des Lebens genießen wollt. Braucht ein bisschen Aufregung und Gefahrwitter heute. Habe ich genau das Richtige für euch, wenn ihr wollt. Na, interessiert?
Erzählt mir mehr, guter Mann. In euch steckt die Seele eines Abenteuers. Ihr habt zweifellos von Laurin in Dolaks Turm gehört, oder? Und dass es so oft geplündert wurde, dass die fetten Edelmänner dort zum Picknick hingehen. Nun gut, der Turm wurde geplündert, aber darunter gibt es noch unerforschte Verliese. Ich habe einen Stein, einen Schlüsselstein, mit dem man sich Eintritt verschaffen kann. Er soll euch gehören, wenn ihr nur meine Rechnung hier begleicht, damit ich fort kann mit dem Taktengliedmaßen. Wie hoch ist eure Rechnung denn? Es ist nur eine kleine Summe. Es ist mir peinlich, dass ich nicht selbst zahlen kann. 900 Goldmünzen und ich bin den Ärger los. Was sagt ihr, Kollege? Das ist wohl kaum ein kleiner Betrag, das werde ich nicht zahlen. Paar alles Feiglinge. Trotzdem, ich werde hier sein, wenn ihr eure Meinung ändert. Wir brauchen den Schlüsselstein von dem Typen nämlich nicht. Wir haben schon einen. Und selbst den hätten wir nicht gebraucht, aber das werden wir später noch sehen. Ich habe einen Gelegenheitsarbeiter namens Galgen kennengelernt. Er sagte, er hätte Sachen zu verkaufen, aber das ist bestimmt nur ein Haufen Müll. Der kam mir nicht ganz geheuer vor, genau. Wie wär's mit einem Whisky? Zeig mir mal, was ihr anzubieten habt. Also erstmal will ich verkaufen. Angeckpanzer sind nichts wert. Formelstein zu Fleisch könnte ich, wie gesagt, verkaufen. Die Sachen kann ich hier auch nicht verkaufen, okay. Aber Minz kann. Wurfpfeile. Den Feuchtstab, die Roben, die ganzen Zauber. Die Regenbogenhalskette und die anderen Zauber können wir hier verkaufen. Und können Immoen. Unsichtbarkeitsring, nein. Noch mehr Pfeile kaufen. Ich weiß gar nicht mal, ob der unendlich Pfeile im Angebot hat. Nein. Säurepfeile wären übrigens auch nicht schlecht. Kauf mal einen Stack davon. Oder zwei am besten. So, danke. So, jetzt haben wir wieder genug Pfeile. Obwohl Khalid und Minsk noch Pfeile hätten. Aber die bewahren wir uns alle für Dolaks Turm auf. Immerhin muss jetzt erstmal mit den Pfeilen klarkommen. So, Dünner hier. Für Dünner hier haben wir noch jede Menge Schleuderkugeln, was gut ist. Und ja, ansonsten sieht eigentlich alles okay aus. Wir haben einen Feuerballzauber, dann müssen wir endlich auf Stäbe umschwenken. Ich weiß nicht, die Lähmungsstäbe. Übrigens, Stab der Himmel, den kann sie gar nicht benutzen. Den könnte Talisa hier benutzen. Oder halt Yahira, weil das ein Druidenstab ist. Aber erstmal behältst du den. Vielleicht werde ich mal bei Gelegenheit die Feuerode tränke aufbrauchen. Dann können wir da den Stab des Himmels zu Talisa stecken. Der dürfte sie gut gebrauchen können, vor allem im Kampf gegen Sarjevok am Schluss. Beinahe unter meiner Würde. So, jetzt aber erstmal nach Baldur's Gate. Ja. Die Ankeg-Panzer loswerden und dieses Buch besorgen. Also erstmal Ankeg-Panzer loswerden. Baldur's Gate ist nur 16 Stunden entfernt. Ich weiß, dass der Käufer für die Ankeg-Panzer war hier. Beinahe unter meiner Würde. Eigentlich, wenn wir den richtigen Weg gewählt hätten. Beinahe unter meiner Würde. Nämlich so. Ist er hier drin eigentlich, der Verkäufer. Gut. Beziehungsweise der Käufer. Und ich glaube, das war hier bei dem auch wieder verbuggt. Deswegen werfen wir die Ankeg-Panzer mal auf den Boden. Was? Nichts leichter als das. Gute Arbeit, ich gebe euch 250 Goldmünzen. So. Sammeln wir einen auf, verkaufen ihn. Gute Arbeit, ich gebe euch 250 Goldmünzen. Und den. Oh. Dann kann Minsk seinen wieder aufsammeln und. Fertig. Ich habe gehört, dass Jankeplanke so langsam nachlässt. Ist das nicht schade? Ja, gut. So, das heißt, wir sind schon mal unsere Ankeg-Panzer los und ein Tausender an Gold reicher. Jetzt kommen wir bloß nicht mehr wieder hier raus. Dankeschön.
Gut. Jetzt müssen wir hier drüben hin. Kommen wir von hier aus dahin? Ja. Denn wir müssen ins Zählhaus. Genau, nichts das war ich hier. Das. Erinnert ihr euch noch an das Zählhaus mit dem Feuerhunden? Geht zur Seite, Bürger! Oh, hier ist Umtrieb. Ulf, stehen geblieben, Bürger. Was habt ihr bei der Händlerliga zu suchen?